So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Bioshock 2. Bioshock. Hast du nicht was vergessen, Eleonora. Wirti? Hi. Nein, nein, nein. Hast du nicht Remastered. vergessen, dass der. Dass das Remaster ist? Das ist Remastered. Guck dir das Wasser an, wie es reflektiert. Ich sag dir, das ist Raytracing auf höchstem Niveau. Ich glaube, es ist ein Unremaster genauso, aber okay. Ich glaube auch. Dann ist da überhaupt nichts an Raytracing. Nichts. Nichts Raytracing. Ich hätte unglaublich gerne ein Remake mit Raytracing und allem drum und dran. Aber Stell dir ich vor, wie freue mich auf schön das das. wäre. Ich freue mich auf Bioshock VR, sage ich dir. Die Half-Life Alyx Mod. Oh, da habe ich ja Bock drauf. Stell dir vor, die wäre mit Raytracing. In VR in Bioshock rumlaufen, Alter! Wie cool ist das? Zwischen den Parts hat Eleanor uns noch etwas gesagt. Und das wird Wirti ganz kurz Wort für Wort wiedergeben. Lamp hat recht. Nee, ich weiß nicht, ob das alles war. Im Endeffekt hat sie das gesagt. Lamp Aber hat das recht, war der dass es das Kontext daraus. Stanley Shit ist. Aber das war quasi der Inhalt. Ja. Das hat sie gesagt. Lamp hat recht. Er hat das wirklich angetan. Denn Stanley ist shit. Niemand wird ihn vermissen. Oh, das ist Stanley aus Stanley Parable. Da endet er also. Plan. Oh, ist das ein Plan? Oh. Ist also ausgebrochen und kommt zurück? Wow. Okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt. Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten hier unten sagen. Ein paar, die ich kenne, haben die Sache mit Eleanor gesehen und wer weiß, wer was weiß. Man kann nicht einen ganzen Kult zum Schweigen bringen, oder? Ja. Vielleicht doch. Vielleicht kann man das doch. Keine Kontamine. Und du willst ihn umbringen? Weiß ich nicht. Vielleicht will das Mini-Geschütz ihn umbringen. Wir suchen uns kurz eins. Ja, den Punkt macht den Unterschied, wenn die alle umbringst. Ich habe ihn nicht Schwöre dir, umgebracht. das war nichts gegen dich persönlich, okay? Nicht, nicht. Bitte nicht. Was ist passiert? Er ist vor Freude geplatzt. Wo ist er hin? Ja, das ist das Motto des Kanals. Das schreibe ich auf Part 17. Stanley. Wo sind? Wir sehen. Jetzt passt bitte den Part, das Stanley umgebracht. Chaka, 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 chaka. Husch, puff. Ich wollte ihn eigentlich einfrieren und dann zersplittern lassen. Ja, und der nein. Spiel. Und dann dachte ich mir ganz kurz zwischendrin, vielleicht lasse ich ihn nochmal auftauen und gucke, was er dann zu sagen hat. Und dann war. Dann. So viel hat er nicht zum Sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt gestorben ist oder einfach rausgepackt. Hier wären wir, Chef. Endstation. Wenn ich mich nicht irre, benutzt Eleanors Mami Adam, um dem armen Mädchen sämtliche Gedanken und Erinnerungen Raptures einzutrichtern. Lam denkt, dadurch wird die Kleine zu einer Heiligen. Eleanor befindet sich in einem dunklen Raum unterhalb des Fontaine-Hauptquartiers. Und um dich am Leben zu erhalten, müssen wir uns da reinschleichen und sie finden. Und das weißt du, weil? Er das weiß. Das ist okay, denke ich. Claire ist ein cleverer Typ. Gott, oh Gott, oh Gott, immer diese Entscheidungen. Ich hasse diese Entscheidungen. Geh mir da rein. Folge einfach dem Pfeil. Oh, du hast recht. Der Damit Fall du zeigt nicht so ein rechts bisschen weit. vergisst. Gucken, was hier drin ist. Okay, wo waren wir hier überall schon? Wieso ist das? Pauper's Drop? Wer hat das denn durchgestrichen? Ich weiß es nicht.
Also wir waren da, dann waren wir da, dann waren wir da. Und von da aus hätten wir aber woanders hingekonnt. Jetzt wollen wir nicht hin. Wir wollen zur Fontaine. Aber ich will 100% machen. Was ist da? Ja, wie wäre ich auf die andere Bahnschiene gekommen? Oh, ich frage mich, wie interessant es ist, auf Map bei Rapture rumzufliegen. So draußen halt. Diese Einrichtung gehört jetzt der Stadt. Ryan Industries. Zumindest bis die Unruhen abflauen. Es ist zwar bedauerlich, dass solche Maßnahmen ergriffen werden mussten, aber ich muss gestehen, es ist auch erfreulich, dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Fontaine ist fort. Lamp ist fort. Beinahe jedenfalls. Ich weiß nicht, ob von außen die Gebäude... Ich auch nicht, deswegen frage ich. Wie das wohl aussehen wird. Achso, da. Fischi. Sind wir jetzt im letzten Gebiet, kann das sein? Ich glaube fast. Also, das ist, wenn das Gebiet vorbei ist, dann kommt schon noch was. Ich, yeah. Das letzte cool Gebiet Ding. Ist es, glaube ich. Ja. Yeah. Dann kommen noch interessante Dinge. Please hurry, Daddy. Ich hoffe, es ist ein Speedboot. Das ist die Schadenforschung. Bist du ein Meisterforscher? Mach die Schadensforschung. Erhöht den Wert der Schadensboni. Blöd, dass wir schon so viel geforscht haben. Ich glaube, die Schadensboni sind einfach generell jetzt erhöht. Oder das kann auch sein. Wir haben ja hier, dann da. Dann haben wir ja hier dieses. Oh, da hast du das größte Proponier bekommen. Ja, das wusste ich. Oh, kriegst du auch Deep Tonikum, wenn du das mal zu Ende bringst. Du kriegst interessantes Zeug raus. Jungbrunnen. Noch schneller bewegen. Spider-Splicer. Die musst du filmen. Die muss ich definitiv filmen. Ich brauche halt die. Die letzte hatte ich gefilmt, oder? Ja, doch, klar. Beim letzten Mal war es ehrlich. Ich hatte nur Maximum Eve und. Ja. Ich brauche noch zwei Sisters. Mindestens. Ja, die kriegen wir schon noch. Sicher, tödliche Maschinen. Ja, und dann haben wir noch Körperpanzerung 2. Das ist halt cool. Du musst halt mehrere Zeug. Brut waren die Fetten, oder? Ich weiß nicht, was die gut waren. Die Hulks. Den Schaden durch Melee-Attacken, ja. Das werden die wohl sein. Vielleicht finden wir noch einen Hulk. Bin 100%. Hallo. Ist das Auto? Mein Name ist Gilbert Alexander. Und in weniger als einer Woche werde ich im klinischen Sinne geisteskrank sein. Ich mache diese Aufnahme noch vorher. Als letzten Versuch, Menschen, für die ich vielleicht eine Bedrohung sein werde, zu helfen, mich auszuschalten. Ich wollte gerade fragen, ob das der erste Daddy wird. Die Aufnahme wartet hinter dem Sicherheitscheckpoint auf Sie. Der Bioscan stellt sicher, dass Sie psychisch normal genug sind, um diese Aufnahme überhaupt zu brauchen. Oh, interessant. Ah, jetzt geht er kaputt. Gil Alexander. Wenn ich mich recht erinnere, war er von Anfang an der Entwicklung der Big Daddies beteiligt. Sehr wahrscheinlich, dass er was mit dir und Eleanor zu tun hatte, mein Junge. Na, auf zu Gil. Guten Gilly. Luft anhalten, Vorsicht! War ein bisschen spät. Gott sei Dank habe ich den Helm auf. Oh, jetzt will der Panorid. Aber diesmal glitzern sie ja. Das stimmt. Ich hab schon einen gefunden. Der? Ja. Flohbahnschleicher, oder? Dann schnappst du dir! Die sehen anders aus, oder? Ein bisschen, die anderen waren einfach nur schwarze Dinger. Alles verkommen, wenn man jetzt in einen menschlichen Körper steckt.
Soll ich irgendeinen Sexwitz bringen, aber ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll. Ich auch nicht. Das ist ein bisschen peinlich gerade. Wenn ich das so schön ein bisschen reingesteckt habe, wurde einfach danach wurde einfach noch schlaff. Keine Ahnung. Ich habe doch keine Erfahrung mit sowas. Hihihi, hat Penis gesagt. Ups. Wieso habe ich einen trinken können, essen können überhaupt? Kannst du den mal? Nein. Mal, was steht da oben an der Ecke, an der Decke, Jo, du bist voll. Hattest du minimalen Schaden? Wahrscheinlich. Filmen. Nee. Du sprechende Festbeule, wie heiße ich? Alexander der Große. Oh, jetzt fällt es ihm wieder ein. Zu spät, mein Freund. Zu spät. Vision. Oh, shit. Was war denn Houdini? Ich hoffe, ihr anderen lasst euch das ein. Oh, das ist Alex. Alex. Ja, nee. Sie müssen wissen, Sir, ich bin eine juristische Person. Sehen Sie, Sir, ich bin Alexander der Große. Eine Firma ist ein Organismus, mein Freund. Und ich kann dich mit einem Fingerschnippen zurück in den Ozean hinauspissen. Ach. Den musst du noch filmen. Ich wollte ihn erst frieren. Achso. Aber ich sehe sie gerade überhaupt nicht. Oh, da oben sie. Oh, das sind sehr viele Gegner. Ich sag's dir. Ja. Du filmst noch, Tommy. An den Filmstreifen links und rechts. Okay, die können jetzt leichter hervorgezeigt werden. Ja. Das bedeutet, dass ich jetzt die Streifen länger sehe? Ich denke. Ich weiß, wie die Schrotflinte funktioniert, wird okay? Ihr habt nichts gesagt. Ist er ja. Ja, die hast du schon. Achso, das ist die normalen Splicer. Alexander der Große? Verdammt, das muss Gil Alexander sein. Der gleiche Typ, der die Nachricht vorhin hinterlassen hat. No shit. Klingt aber ziemlich durchgedreht jetzt. Hast du die Nachricht gehört? Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas mit der Nachricht zu tun hat, in der er gesagt hat, dass er gleich in einer Woche psychisch krank sein wird. Sinclair ist auch nicht der cleverste, habe ich das Gefühl. Der ist wirklich ganz Claire im Kopf. Schenkelschlupfer. Danke, ich weiß. Verstehst du? Das englische Wort von. Für klar im Kopf ist clear und wenn man das deutsch ausspricht, dann ist es clear. Verstehst du? Und das klingt so ein bisschen wie sein Name Sinclair. Ja. Witze werden übrigens besser, wenn man sie erklärt. Ich habe alles gegeben, hast du gemerkt, ne? Was war das denn?
Ich weiß auch nicht, warum das schon mal so laut ist alles. Keine Ahnung. Sie aber wir leben damit, es ist ein Remaster. Komisch. Ja, es ist ein Remaster, es hat keine Bugs. Ich hatte das übrigens noch nie. Also nicht im Remaster, im Original. Alter. Guck mal nach oben hinter dir. Nein, hinter dir. Jetzt hinter dir, oben. Da ist so eine Kamera. Das guckt dich an. Verstorben, bitte. Kamera rausholen, Kamera rausholen. Du kriegst Besuch. Warum brennt der? Eine Alpha-Serie. Falsch, ja. Ach nein, die Forschung ist durch. Die Forschung ist durch. Aber sehen. Ah, was? Sogar seine Leiche weg. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz. Alpha-Serie. Erhöhte Munitionskapazität. Erhöht deinen Schaden gegen Elementarsturm. Elementarsturm. Nicht Elementarsturm. Ich glaube, die anderen Big Daddies kriegst du nicht mehr, wenn ich so drüber nachdenke. Die sind in anderen Gebieten. Hier laufen nur Alpha-Serien rum. Glaube ich. Wir können jetzt natürlich zurückgehen und. Aber. Habe ich recht? Was? Ich will 100% haben. Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Als hören habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre. Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus Dei. Agnus Dei. Diese Einrichtung ja, schau mich. Nein! Ryan Industries. Nein! Zumindest bis die Unruhen abflauen. Der wird nicht die Klappe halten, bis er fertig ist. Nein, natürlich Schnauze. Sinclair, sag was, sag irgendwas. Dieses Gebäude zum Abbruch freizugeben. Sinclair, bitte. Fontaine ist fort. Drück den Knopf, dann sagt der Agnus D. Beinahe jedenfalls. Agnus D. Ach. Zugang gewährt. Gewährt. Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Das gebe ich zurück. Ja, oh Gott, oh. Wenn ich sowas von abschlachten, statt auszuschlachten. Was in dem Raum drin ist? Power to the people. Und eine Kamera. Kommen Sie später rein. Phosphorschrott. Naja, Phosphorschrott ist nicht so meins. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Wenn du ganz unten bist, nur Qual und Pein. Nass und Nässe geht dir rein. Ein Mittelchen für wenig Geld und Loser. Was kaputt?
Empfang verwehrt. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Oder du elektrisierst das Teil einfach. Anscheinend klappt das nicht. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Nicht das Ding, den Typen da oben. Das klappt anscheinend nicht. Siehst du? Zeit ist Geld, du gottverdammter Parasit. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Oh, keine Sorge. Meine Pässe bekommst du nicht. Oh, schon lange nicht mehr mit der Nietenpistole drauf geschossen. Das ist wahr. Echte Weile her. Hör ich da eine Alpha-Serie? Aber ohne den. Oh! Es ist keine Alpha-Serie. Das ist. Ich hab keine Ahnung. Big Daddy! Wo ist das Zimmer? Frostig, da ist das Zimmer Frostig. Yes! Hey, na Kleiner, komm her. Ah, bist du glücklich? Ja, komm her. Du könntest mal wieder zwischenspeichern. Das ist absolut richtig. Oh, wie lange geht die Fahrt so? 10 Minuten? Das ist auch alles in Ordnung. Da hab ich gerade hingeguckt. Okay. In dem Moment, wo du gesagt hast, du könntest, habe ich auf den Part geguckt und dachte, nein, der ist noch nicht lang genug. Oh. Das ist ein Zufall. Wie viele liegen da? 4. Genug. Genug. Hör dir das Teil da vorne an, solange du das Zeug aufbaust. Also das Ding hier. Hier spricht Eleanor Lamb. Viele Jahre sind vergangen seit meiner letzten Aufzeichnung. Mutter hat einen Weg gefunden, mich psychisch wiederherzustellen. Aber sie kann dieses Ding nicht aus meinem Körper entfernen. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich ein Monster. Ich kann mich nur an sehr wenig erinnern. Nur an ein künstliches Gefühl von Frieden und eine zwanghafte Gier nach Adam. Dr. Alexander versucht mir zu helfen. Er ist für meinen Zustand mitverantwortlich, aber er möchte ihn verbessern. Kannst du die Dinge eigentlich wieder aufheben? Ja. Oh. Perfekt. Hol die Kamera raus für den ersten Gegner. Ein Spider? Hoffentlich ein Spider, ist besser. Oder ein Houdini? Wo ist der Houdini? Überall und nirgendwo. Ey! Ey! Voll uncool! Kommt teleportiert ihr mal da in so eine Mine rein? Gut gemacht. Noch ein Houdini. Hey. Hast du den hingeschubst? Ich weiß es nicht. Was ich. Das war ein bisschen übertrieben. Deine Meinung. Hey, lebt immer noch? Ist das ein Big Daddy? Das ist eine Alpha. Die sollte ich filmen. Können wir dich bitte kurz aufheben?
Doch, der ist sehr böse. Die ganzen bösen Männer. Oh hier. Gott! Ich habe Elektro ausgerüstet. Ja, yeah, aber jetzt ist was tot. Yes! Okay. Gehen wir aus dem Weg. So. Reicht ja dann auch mal langsam hier, oder? Als ob da ein Alpha Serie angerannt kommt. Ja, das weiß ich auch nicht, was die da sollte auch immer. Weil mein Geschütz hat irgendwie nichts gemacht gefühlt. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich jetzt auf einmal den Dings mitnehmen? Was? Den Speer? Achso, ja, mehr Munition. Ja. Da hast du auch sofort dran gedacht, oder? Sofort. Ich hab mich darauf geachtet, dass du den mitgenommen hast. Den Schrot kann ich jetzt mitnehmen. Ist leer. Ist hier mal irgendwo ein Laden? Der ist neu. Oh Gott! Das Ding hat keine Augen! Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta! Du fummelst dran rum wie ein verliebter Pavian! Anscheinend hast du es nicht so gut erfunden, wenn man es so leicht hacken kann. Die musst du auch noch filmen. Das sind diese Munitions, oder? Nein. Oder auch nicht. Fallenspeer. Gut. Jedes Mal. Jedes Mal bekomme ich Panik dabei. Oh, da spammt er doch nur E. Hä? Nein, ich spam F. Zum Aufheben brauchst du F drücken. Oh. Oh ja, das verstehe ich. Ja. Vorhin hast du dich lustig über mich gemacht. Gute Vollidioten an. Vorsicht. Geh so rein. Aber. Das ist wirklich scheiß langsam. Du hast nicht so viele Sekunden. Schweiz. Ah, oh, gut gemacht. Das reicht wieder nicht, ne? Nein, schneller! Was? Alter! Was ist das auch für ein Muster? Oh wow. Können wir bitte noch mal reinkommen gleich? Ich könnte auch einen Abschalter suchen. Für Karte siehst du, wo einer ist. War nicht hier? Abwarten. Irgendwo war der. Und der unten hinter? Nein. Ein bisschen Ruhe. Oh, Jungs! Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat, mit dem Code WDSF. Es war eine Art verbaler Auslöser. Worte, denen der Junge unweigerlich gehorcht. Auf eine gewisse Art hatte dieses traurige Ding, dieser Halbmensch, das selbst überwunden. Hochintelligent, aber frei von dem sogenannten freien Willen mit all seinen bequemen blinden Flecken. Was, wenn man ihm befohlen hätte, das Allgemeinwohl zu steigern? Was, wenn er freiwillig gehandelt hätte? Was war das gerade, der Code WDSF?
Was? War gerade der Code WDSF? Weiß ich nicht. Also einfach nur die Buchstaben für wärst du so freundlich? Code für was? Die haben nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ja, der eigene Sohn von Ryan hatte irgendeinen komischen Code in, und der so, Code dann, war WDSF. Ja. Dann wird das das sein, ja. War der Ryans Sohn? Scheinbar waren wir der Sohn von Ryan. Im ersten Teil. Hm, weiß ich nicht. Haben die gerade gesagt, okay? Wieso hast du eigentlich das gegen kleinen Typen nicht gehackt? Den kleinen Typen? Da vorne rechts. Na rechts? Irgendwo lag ein Bot am Boden. Nein, da oben nicht. Irgendwo lag einer. Da. Ich schwöre, ich hätte den Bot doch gesehen. Gut, aber. Sicher. Wie es weitergeht, sind wir im nächsten Part von Bioshock 2 Remastered. Wir sind zum nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao. Oh, was ist das? Easy.